Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch gerne wieder mitnehmen auf die Reise durch die Gewürze und meine Türchen am Adventskalender zu entdecken für die Vida und auch was meine super Kalender wieder heute bereithalten. Als erstes ist die Maus nun wieder dran. Heute ist der 9. Dezember und wir öffnen das 9. Türchen. Oh, das sieht gut aus. Den Keks, den finde ich richtig super. Der sieht ja klasse aus. Einzeln verpackt. Der schmeckt ihr ganz bestimmt. Denke ich schon. Ich vermute, dass der auch Geruch hat. Nicht so wie dieser komische Tannenbaum da. Also der sieht jedenfalls schon mal gut aus. Für mein Hundemutterauge. So, weiter geht's. Zauber der Gewürze. Tag 9. Oh, irgendwas ist hier aber ein bisschen rausgekrümmelt. Naja, nicht so schlimm. Auch gelblich-bräunlich. Tandoori Masala. Klasse, sehr interessant. Das sind ja meistens Gewürze, die man gar nicht so sich unbedingt kaufen würde, weil man gar nicht so sicher ist, was das überhaupt ist. Und dann, wenn man es dann auch nur einmal verwendet, weil man es nicht kennt, Gewürze sind ja auch gar nicht so preiswert, wenn man gute Gewürze kauft, die biologisch angebaut werden und. Aber jetzt zunächst mal lesen. Tandoori Masala Gewürzmischung. Traditionelle indische Gewürzmischung zum Würzen aller indischen Tandoori-Gerichte mit Geflügel, Fleisch und Meeresfrüchten. Ideal auch zum Marinieren von Tandoori Chicken. Marinade aus Tandoori Masala Gewürzmischung vermischt mit Naturjoghurt. Aha, also super, das hört sich ganz, ganz toll an. Hier auch ein wunderbares Rezept dabei. Indische Tandoori-Garnelen. Also, ich glaube, ich freue mich mittlerweile echt auf nächstes Jahr, wenn ich die Zeit dafür finde und das mal alle in Ruhe und Muße nachkochen kann. Also wie gesagt, ich werde euch da auf jeden Fall dran teilhaben lassen und dann euch auch zeigen, wie das so wird, was man damit so brutscheln kann. Aber jetzt habe ich hier ein echtes Problem. Jetzt muss ich mal erst meine Brille suchen. So, nun habe ich meine Brille. Jetzt gestaltet sich das Ganze doch etwas einfacher. Also, jetzt will ich mal gucken, was da drin ist in dieser Tandoori Masala Gewürzmischung. Kreuzkümmel, Koriander, Paprika, Kurkuma, Zwiebel, Knoblauch, Kardamom, Pfeffer, Senfkörner, Ingwer, Cayennepfeffer, Pimentkörner, Entschuldigung, Galgant, Muskatnuss, Padangzimt, Korianderblätter, Nelken, Langpfeffer und. Also, das ist wirklich eine Mischung. Sieht sehr, sehr lecker aus. Das werden wir ja dann sehen nächstes Jahr. Tag 9. Also das besteht total aus Kräutern. Hatte ich ja bereits gesagt. Petersilie und Brennnessel und Ringelblumen, Schnittblauch, Kornblumen. So sieht es auch aus. Ist nämlich richtig grün. So, jetzt wieder der nette Spruch hier. Das Essen soll zuerst die Augen erfreuen und dann den Magen. Ja, man sagt ja auch immer, das Auge isst mit, klar. Wenn schon irgendwas schon appetitlich aussieht, dann hat man schon einen ganz anderen Hunger da drauf, das ist logisch. So, der Genusstipp. Suppenhäubchen einfach über die Suppe streuen und das Aroma des Kräutermixes entfaltet sich wunderbar in der fertigen Suppe. Heute mal probieren Tomaten-Basilikumsuppe. So, jetzt mal hier den Megakeks. Jetzt habe ich natürlich hier ein absolutes Problem. Da ich ja heute wieder Hundesitting-Mama hier bin, habe ich jetzt nur einen Keks. Jetzt werde ich mal erst für die andere Maus was anderes suchen. So, Mäuse. Wieder. Wiederlein. Komm hier. Beide Mäuse sitzen. Beide Mäuse sitzen. Brav, brav, wieder die Pfeif, Pfeif, wieder Pfötchen, 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 hui, gib Pfötchen, bisschen was muss ich schon tun, hallo, Pfötchen, wieder, hey, hey faule Socke, hui, schau mal in die Kamera, mein Schatz, ja, und, ja, Halli. Sieht's? Ui, hier mein Schatz, Jörg, oh, guck mal, du merkst direkt, ist was ganz anderes.
Ich glaube, das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Die arme kleine Maus. Tut mir ja jetzt richtig leid. Ich schaue jetzt mal erst, vielleicht kann ich das Ding ja durchbrechen. Ich sage euch jetzt mal lieben Gruß, schönen Abend noch. Bis morgen. Tschüss.